1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live. Talkradio in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wir sind heute ganz unter uns. Kein Fernsehen ist dabei. Wir sind hier bei 1Live. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wie immer, freitags eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt die Nummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Erste Anruferin, Fabienne, eine Frau. Ja, hallo. Eine Frau. Genau, richtig. Fabienne, 28 Jahre alt. Genau, richtig. Schön, dass du da bist. Hallo. Um was geht's bei dir? Und zwar geht's um die Beziehung zu meinem Schatz. Ja. Wir haben uns kennengelernt. Ich muss dabei sagen, er ist Spastiker. Ja. Sitzt von Geburt an im Rollstuhl und haben uns so halt auch kennengelernt und lieben gelernt. Du bist du bist nicht behindert. Ich bin nicht behindert. Ja. Wann habt ihr euch kennengelernt? Wie lange ist das her? Im März war das, genau. Ach so, in diesem Jahr. Genau, richtig. Und hatten uns irgendwie gerade kennengelernt, gerade einen Monat. Und dann war er halt wegen Kratzen im Hals zum Arzt gegangen. Mhm. Im Endeffekt, ja, nach einigen Untersuchungen und Ärzten stellte sich dann halt raus, dass er bösartigen Schilddrüsenkrebs hat. Oh. Jetzt wurde halt die komplette Schilddrüse entfernt und Metastasen bestehen Gott sei Dank keine. Er hat also nochmal Glück gehabt. Ja. Der Knoten selber war 2 Zentimeter groß. Das Karzinom war noch verkapselt. Und das hat sich bemerkbar gemacht durch Katzen im Hals? Ja, ja. Also wirklich erschreckend, weil wir halt heutzutage nicht mal irgendwie Katzen im Hals haben. Ja, ja, so. Klar. Ja, ja. Mhm. Und der Knubbel war wie gesagt selber 2 Zentimeter groß, das Karzinom darin 1,8 Zentimeter, also noch 2 Millimeter gewachsen und es hätte halt gestreut. Wann ist er operiert worden? Im Mai. Im Mai? Genau. Wie geht's ihm heute? Heute geht's ihm soweit ganz gut. Er ist jetzt halt medikamentös eingestellt. Ja. Muss diese Medikamente halt auch sein Leben lang nehmen. Musste er auch nochmal prophylaktisch eine Chemotherapie machen, um vielleicht irgendwelche versteckten Krebszellen zu behandeln? Nein, bei Schilddrüsenkrebs ist das halt so, da wird keine Bestrahlung oder Chemotherapie gemacht. Mhm. Da wird radioaktives Jod eingenommen, um die Restteile der Schilddrüse produziert Jod, zieht Jod an und somit wird das dann außer Gefecht gesetzt und auch die Metastasen werden dadurch sichtbar und werden dadurch auch außer Gefecht gesetzt. So, wie ist sein Zustand jetzt im Moment, heute? Ist er soweit ganz gut. Er hatte vorher eine niedrigere Dosierung von den Medikamenten. Mhm. Das heißt, er hat ziemlich zugenommen. Ja. Und das Problem ist halt auch, je mehr er wiegt, je mehr geht das natürlich auf seine Knochen und auf seine Spasmik. Verstehe. Und, wie alt ist er eigentlich? Er ist 31. 31. Was ist der Grund, weswegen du anrufst, Fabian? Ja, und zwar habe ich halt auch gemerkt, so viele Leute, die so viele Vorurteile gegenüber Behinderten noch haben, das ist wirklich der Wahnsinn. Also wie machst du das? Ich brauche nur mit ihm durch den Bahnhof zu gehen oder so. Also er sitzt dann im Rollstuhl und du... Genau, richtig. Und ich schiebe ihn und... Ja. Zum Beispiel, ich habe auch noch meine Tochter dabei, die setzt sich dann auch noch bei ihm auf den Schoß und so weiter. Und wir werden halt teilweise angeguckt wie Außerirdische, ja, so nach dem Motto, was will sie mit einem Rollstuhlfahrer und dann noch deinen Kinder auf den Schoß und wie kann man sowas machen, so nach dem Motto halt auch, ne? Leider gibt es das immer noch. Ja, und man kann, darf nicht müde werden, das anzuprangern. Nee, wirklich. Und,
Ich finde, weißt du, was ich zum Beispiel ganz toll finde, ist, dass wir jetzt einen Innenminister haben, der im Rollstuhl sitzt. Mhm. Nicht, dass der nicht die Tatsache, dass der im Rollstuhl sitzt, finde ich toll, sondern dass ein Behinderter an einer solchen Funktion sitzt und dass das ganz normal zu akzeptieren ist. Und man das auch ständig im Fernsehen sieht. Richtig. Ich fände es wichtig, dass noch viel mehr Behinderte halt auch in der Öffentlichkeit auftreten sollten, im Fernsehen halt letztendlich Beispiel geben, dass das halt auch zu unserer Welt gehört und dass es auch ein Teil der Normalität ist. Ja, das ist richtig. Ja. Was ich zum Beispiel auch ganz krass finde, ist halt auch in meiner Verwandtschaft, dass sich da halt teilweise auch das Maul zerrissen wird, so von wegen, ich bin zurzeit leider arbeitssuchend, bin auch in der Pflege normalerweise tätig und dass es da halt teilweise heißt, so von wegen, ach ja, jetzt hast du keine Arbeit und jetzt holst du sich die Arbeit nach Hause, so nach dem Motto, ja. Wie ist das denn überhaupt für dich als nicht behinderte Person mit einem Behinderten zusammen zu sein, abgesehen jetzt mal von den Äußerlichkeiten, von der Umwelt, sondern so ganz für dich alleine? War das für dich von Anfang an auch ganz normal oder musstest du schon auch irgendwie, Tabus in dir überschreiten oder Hemmschwellen überschreiten? Nein, also das überhaupt nicht, weil ich glaube, es wäre für mich schwerer gewesen, wenn er jetzt irgendwie querschnittsgelähmt gewesen wäre. Also wenn er das nicht, zum Beispiel, wenn ich ihm mal meine Hand aufs Bein lege oder solche Sachen, dass er das zum Beispiel nicht gespürt hätte. Ja. Aber er spürt halt alles und kann halt teilweise auch noch laufen und so weiter. Und die Sexualität funktioniert auch normal? Ja. Und von daher... Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, du warst früher auch in der Pflege tätig. Das heißt, bist du Altenpflegerin oder Krankenschwester? Genau. Das heißt, du bist mit Behinderungen aller Art und Krankheiten aller Art absolut vertraut? Ja. Hattest du vorher auch schon mal einen behinderten Menschen als Partner? Nein. Nein, das war zum ersten Mal. Also, wir haben uns kennengelernt und er hat mich halt auch so überwältigt, das ist so ein lebensfroher Kerl, der geht auf Konzerte, der macht alles mit und hat da auch überhaupt gar keine Skrupel, irgendwie mitten in der Menge zu stehen. Er ist halt auch wie Metal-Fan und ich kann mir das so gut vorstellen, dass du da schief oder zumindest verständnislos angeguckt wirst von den Leuten. Wie kann sie, wie ist das möglich und was empfindet sie dabei? Aber dann hat eure junge Liebe ja gleich einen erheblichen Schock einstecken müssen durch die Erkrankung von deinem Freund. Mhm. Und wiederum auch gleich ein großes Glück erfahren, nämlich dass es noch nicht so ganz schlimm war. Ja, da sind wir auch froh drüber. Ja. Also ich glaube, dass das auch nicht wirklich so intensiv geworden wäre, wenn er jetzt nicht so krank geworden wäre. Ja. Hatte er vorher auch schon Partnerinnen, die nicht behindert waren? Ja. Also für ihn ist das dann umgekehrt auch keine Besonderheit? Nein. Ja, so muss es sein und so sollte es sein. Ja, auf jeden Fall. Und alle, die blöd hinterher gucken... Ich gehe da hohl erhobenen Hauptes dran vorbei. Ja, man muss es gar nicht registrieren. Also es gibt Glotzer, es gibt immer Glotzer, bei den schlimmsten Katastrophen gibt es Leute, die hinstarren. Darf man sich nicht drum scheren. Ja. Genießt euer Leben und eure Liebe und seid froh, dass ihr euch habt. Danke. Schönen Gruß an deinen Freund. Mach ich. Tschüss, Fabienne. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser Nummer oder mailt unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben, denn man muss ja zurückrufen. Sonst funktioniert das ja nicht. An dieser Stelle vielleicht auch schon mal ein Hinweis auf morgen. Morgen ist ja, genauer gesagt, jetzt, heute am Samstag, ist Promi-Tag hier bei uns, bei Domian. Und ich habe eine sehr, sehr, sehr starke Frau bei mir zu Gast. Man könnte sagen, sie ist Deutschlands bekannteste Knast-Lesbe. Und da sage ich noch ein Stichwort dazu, nämlich hinter Gittern. Und alle wissen Bescheid, nämlich Kati Karrenbauer, der Star aus der RTL-Serie Hinter Gittern. Um 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen. Und wenn ihr gerne mit Kati Karrenbauer auch sprechen möchtet, ich spreche auch mit ihr während der Sendung, dann meldet euch auch schon mal per Mail an unter domian@wdr.de.
www.domian.de. So, weiter geht es mit Erika. Und Erika ist 72 Jahre alt. Hallo Erika. Hallo Domian. Guten Morgen, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Es geht um das Thema von gestern. Der letzte Wille. Ja, und zwar vor etlichen Jahren, da hat mein Mann und ich, wir haben uns beide der Universität Bonn verschrieben, zu medizinischen Zwecken. Ja. Hat ja gestern auch eine Dame bei dir angerufen. Genau, ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Dame hat nicht 100% recht. Mein Mann ist vor 5 Jahren verstorben. Ach, ist verstorben. Ja, ja. Ganz plötzlich an einem Sekundentod, umgefallen und war weg. Sagt nur noch, mir wird schlecht und fällt um und ist tot. Ja. Und der ist dann im Krankenhaus noch kurz aufgebahrt worden, da wo ich mich von ihm verabschieden konnte. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit, da ist dann der Leichenwagen von Bonn gekommen und hat ihn abgeholt. Mhm. Da hat das 2 Jahre lang gedauert, ehe ich denn Nachricht von Bonn kriegte, dass die Beerdigung stattfindet. 2 Jahre hat das gedauert. 2 Jahre lang, ja. 2 Jahre. Und ich kann dir sagen, das ist eine Zeit, die ist furchtbar. Das glaube ich. Jeden Tag die Gedanken, was macht man heute machen, ob er heute den Arm abgeschnitten kriegt, ob er heute den Bauch auf. Mm. Und dann immer wieder der Gedanke mit dem kalten Kühlfach, weil man das ja auch schon mal im Fernsehen mitgekriegt hat, wie das so geht. Und dann, als nach 2 Jahren dieser Bescheid bekam. Dann sollte die Beerdigung, wir sollten in Bonn beigesetzt werden. Mhm. Und zwar wird das Grab automatisch vom Institut 12 Jahre kostenlos gepflegt. Mhm. Und man kann sich auswählen, anonym, ohne Bestattung oder Erdbestattung. Ja. Und wir haben beide ohne Bestattung. Ja. Jetzt riefen die an, dann und dann könnten wir ihn beisetzen lassen. Ja. Wenn ich aber zu Hause ein Familiengrab hätte, dann könnte ich ihn auch nach Hause holen. Jetzt muss ich dich unterbrechen, Erika. Bitte. Ist denn sichergestellt, dass dann in dieser Urne auch die sterblichen Überreste... Ja. Das kommt alles vom Institut aus, von der Anatomie. Kann man denen glauben? Ja. 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 Da wird alles schriftlich gemacht. Mhm. Das ist in doppelter Schrift. Mhm. Ich kriege das wieder zurück. Mhm. Und... da kriegt man auch kein Geld für, das ist eine freiwillige Spende, genauso wie auch Organspende. Genau. Wo hast du ihn dann letztendlich beisetzen lassen? Ja, und dann habe ich hier mit der Stadt gesprochen, man muss ja wegen dem Friedhof erstmal fragen. Ja. Ja, das kann ich machen. Und meine Mutter, die war 2 Jahre vorher verstorben und dann ist er auf den Sarg meiner Mutter beigesetzt worden. 2 Jahre später. 2 Jahre später, aber das ist ganz schlimm. Das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Weil man, wie du gerade sagtest, wahrscheinlich jeden Tag darüber nachdenkt, was machen sie gerade mit ihm? Ja. Wo liegt er? Wie sieht er aus? Ja, nun frug eben deine Mitarbeiterin, ob ich denn jetzt trotzdem noch den letzten Willen hätte, dass ich das gleiche Das würde ich dich jetzt auch gerne fragen, ja. Ja, mach ich. Machst du? Ja. Mhm. Wir haben 2 Kinder, 2 erwachsene Kinder und haben mit denen gesprochen, was sie davon halten, ehe wir das festgemacht haben. Was halten die davon? Ja, die haben gesagt, ihr seid erwachsene Menschen und wenn das euer letzter Wille ist, dann akzeptieren wir denn. Schwer war es ihnen. Erst konnten sie sich auch nicht, das war ganz zu Anfang kam ein Mann und sagte so und so, er hat im Krankenhaus gelegen, hat das von einem Mitpatienten erfahren, so und so kann man das machen. Und dann sagt er, ich mach das auch. Wie kommt das, dass ihr beide so überzeugt davon seid, dass man das tun sollte? Wir waren der Meinung, junge Ärzte müssen ja nun auch wieder lernen. Ja. Mhm. Und wir haben 4 Enkelkinder und wir haben 2 Kinder. Und dann haben wir gesagt, wer weiß, ob das, was die an uns lernen, nicht den Kindern schon wieder zugutekommt. Finde ich eine sehr tolle Haltung. Ja. Ich habe jetzt wieder meinen Hut. Aber ich erahne auch den Schmerz, den man dann erlebt als Zurückgebliebener. Wir haben von Anfang an ja sicher in den Papieren steht, es dauert eine Zeit zwischen 12 und 15 Monaten, ehe man dann wieder zurückkommt. Mhm. Aber lass mich dich noch fragen, nach den Erlebnissen, die du nun hattest und die 2 Jahre, die für dich so schlimm waren, wo du letztendlich dich ja gar nicht verabschieden konntest von ihm. Ja doch, er kommt nach Hause von einem Einkauf und sagt mir, ist es nicht gut, ich habe so Schmerzen hier oben. Dann habe ich den Hausarzt kurz angerufen, da sagt der, fahr gleich nach dem Krankenhaus hoch
und sagt, dein Mann ist ein Notfall. So meinte ich nicht. Ich meinte, dass du damit nicht richtig abschließen konntest, weil eben die 2 Jahre dazwischen lagen. Ja, dazwischen, so, genau, das so, ist klar. So meinte ich es. Weil ich mich im Krankenhaus ja von ihm verabschiedet. Ich verstehe, ja, hatte, ja. Ne? Aber nach diesen Erfahrungen, hast du das so, was du da erlitten hast und gefühlt hast, hast du das deinen Kindern erzählt? Nee. Mhm. Die haben das Gleiche ja mit immer. Die haben wohl immer gesagt, mein Gott, Mutti, das dauert aber lange, das ist aber lange. Ne? Achso, dann hast du die starke Frau gespielt. Ja. Ah, ja. Ja. Mhm. Und ich hast du nicht Angst? Hast du nicht Angst, dass deine Kinder dann so leiden, wenn du eines Tages? Tja, die Frage ist da, aber was will man machen? Ich habe nun einmal mit dem Institut das fertig und habe auch meinem Mann gesagt, ja, ich mache. Ich habe mich erst auch monatelang gegen den Gedanken gestreut, wie mein Mann mir das sagte. Und habe aber dann nachher gesagt, na, wenn du das machst, mache ich das gleich. Mhm. Als er dann nach 2 Jahren beerdigt wurde, war es für dich dann einfacher, mit der Trauer zu leben? Ja. Mhm. Die Zeit war denn doch schon verstrichen, wo ich dann immer wieder vor seinem Bild und habe dann immer wieder in Gedanken mit ihm gesprochen und alles denn so verziehen und was man so alles im Leben durchgemacht hat, mal wieder durchdacht. Ja. Das war jetzt am 28. war 5 Jahre, dass er jetzt tot ist. Ja. Und dann gerade so vor Weihnachten, ist eine scheußliche Zeit, wenn einer von einem geht. Wir waren 45 Jahre verheiratet. Oh ja, das ist lang. Ja. Das ist viel. Was will man machen, Domian? So ist das Leben. Ich sag nur immer, ich wünsche, dass auch noch viele Menschen kommen, dass unsere Nachkommen. Ich finde das, ich muss es ja sagen, ich habe es gestern ja auch schon gesagt, ich finde das super. Ja. Ich habe aber die Dame sagte, sie hätte keinen Bescheid gekriegt für ihren Mann, das kann ich nicht verstehen. Die hat mir sofort Bescheid gesagt. Und was ich dich persönlich auch noch fragen möchte, man macht sich ja zu Lebzeiten dann auch Gedanken darüber, wenn man so an seinem Körper runterguckt, wie der irgendwann mal völlig zerschnippelt sein wird. Das macht dir nichts aus. Nee. Domian, ich bin schon so oft operiert worden mit großen Operationen von so 3-4 Stunden. Und wenn man dann in der Narkose liegt, man merkt nichts. Sicher, man wird nachher wieder wach. Aber so denke ich mir, ist der Tod ja auch. Ich spüre von nichts mehr was. Man wird nichts spüren. Und warum soll ich denn da sagen, nein, ich mache sowas nicht. Ne? Bist du denn im Moment einigermaßen fit, gesundheitlich? Ich bin noch fit, ja, danke, gut. ja. Das ist gut, also trotz der ganzen Krankheiten und Operationen. Trotzdem, geht's im aber gut. Im Alter, muss ich sagen, spüre ich nichts mehr, außer meine Erkältung. Ja. Ja, ich meine, die Knochen sind nicht mehr wie bei jungen Leuten, aber man ist zufrieden. Ja, dann ist das die Hauptsache, ist das. Ja. Dann hoffe ich, dass die Universität Bonn noch sehr, sehr lange auf dich warten muss. Ja, schon allein wegen den Enkelkindern. Ja. Und freue mich, dass du angerufen hast. Ja. Ja, ich denke, muss man richtig stellen, weil wir Bescheid gekriegt haben, dass man mal beerdigt konnte werden. Ja, ist gut, dass du es so klargestellt hast. Ja. Ja. Mhm. Danke für den Anruf und alles Gute, Erika. Ja, ich wünsche auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Und ich bin zufrieden mit deiner Sendung. Das freut mich, dass du das sagst. Ich bin nämlich ein Nachtmensch. Danke, Erika. So, tschüss. So, ihr Lieben, wir sind heute ausschließlich im Radio hier bei uns live zu hören, was ja kein Schaden ist. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Sophie ist hier und Sophie ist 17 Jahre alt. Hallo Sophie. Hallo Sophie? Hallo? Ja, hallo Sophie. Hörst du mich, ja, ne? Ja, ich muss das Radio lassen. Ja, bitte, dann haben wir eine Rückkopplung. Um was geht's denn bei dir, Sophie? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hatte vorhin schon erklärt, weil er... Sag mal so ein Stichwort, damit ich so eine Ahnung habe. Ja, ich bin schwanger. Ja. Ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Nee. Nur, ich habe auch einen Freund seit 3 Jahren, nur... Ist der so alt wie du? Nee, der ist älter als ich. Wie alt denn? Das möchte ich nicht sagen, ein paar Jahre älter okay, als ich. Okay, ein paar Jahre älter, ja, okay. Mhm. Und in wie vielen Monat bist du schwanger? Ende 5., Anfang 6. Ah ja. Das ist soweit ja nicht schlimm, wie du gerade schon sagst. Aber du klingst sehr bedrückt. Warum? Ich habe das halt erfahren, das ist noch gar nicht so lange her.
war es schon zu spät, auch was dagegen zu tun. Ich meine, das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob das von meinem Freund ist oder von jemand anderem. Aha, das heißt, du bist deinem Freund fremdgegangen? Nein. Nein. Sondern? Ich war mit einer Freundin halt weg gewesen einmal. Und dann, also ich kannte so einen Jungen und ich habe mit dem halt auch nicht weiter was zu tun gehabt. Ja. Er hat mich halt wieder angemacht und ich habe dem auch gesagt, er soll mich halt in Ruhe lassen. Also du warst mit deiner Freundin irgendwo auf einer Party? Ja. Irgendwo. Und da hast du diesen Typ getroffen? Wiedergesehen. Und hast mit dem geredet und gequatscht und ja, und dann? Ja, ich, also eigentlich nicht viel, weil ich wollte mit dem ja auch nichts so zu tun haben. Hm. Und ich hatte dann mit meiner Freundin halt auch ein bisschen Stress und wollte dann eigentlich auch nach Hause. Mhm. Na, jedenfalls bin ich dann halt gegangen und der ist naja, dann hinterher gegangen. Und der hat mich dann halt total bedrängt später und ich habe das auch, also außer gestern und hier jetzt halt keinem gesagt. Der hat dich total bedrängt. Heißt das, dass der dich zum Sex gezwungen hat? Ja, ich konnte nichts machen. Ich habe versucht, mich halt zu wehren. Ja. Boah, ich habe sagen, sagen wir es noch klar. Der hat dich vergewaltigt. Ist das so? Ja. Draußen, nachdem ihr da von der Party weggegangen seid? Ja, ich bin also gegangen und dessen halt hinterher. Das wusste ich auch erst nicht. Mhm. Später erst gemerkt. Und dann hat er dich da irgendwie in die Büsche gezogen. Und das ist dann draußen passiert. Ja. Mhm. Mein Freund weiß nichts davon. Ja. Und wenn du jetzt das zurückrechnest, also es könnte sein, dass der Vergewaltiger der Vater deines Kindes ist oder es könnte auch dein Freund sein. Du kannst es nicht, man kann es jetzt nicht klar sagen. Nein, ich habe halt auch überlegt und da sind vielleicht zwei, drei Tage zwischen, keine Ahnung. Jetzt plagst du dich mit diesem schlimmen Gedanken herum, seitdem du schwanger bist. Ja, seitdem ich halt weiß, dass ich schwanger bin. Wie lange weißt du, dass du schwanger bist? Seit der 14. Woche. Der 14. Woche. Mhm. Ja, es ist 21. hat heute angefangen. Ja. Hast mit niemandem darüber gesprochen bisher? Nein. Aber halt mit deinem Team, also mit den Leuten. Mit meinen Leuten, ja. 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 Das weiß ich ja vorher nie, was die Anrufer vorher mit meinen Leuten besprechen. Deswegen frage ich dich jetzt so, ich weiß gar nichts. Nee, sonst nicht. Ja. Auch mit der besten Freundin hast du auch nicht gesprochen? Nein. Wie kam das, dass dein Freund nicht dabei war, als ihr da zu der Party gegangen war? Das war Zufall? Er wusste gar nicht, dass ich mit meiner Freundin da war. Ach so, du bist da heimlich hingegangen. Ja, es war nicht. Ich hab's ihm halt nicht gesagt. Ja, also, weiß ich gar nicht. Man kann ja auch alleine irgendwo hingehen. Das ist ja auch nicht das Ding. Ja, er lässt mich ja auch, darum nicht. Ja, aber. Ja. Was hast du für ein Gefühl, wenn du dein Kind spürst? Du spürst es doch wahrscheinlich schon, ne? Ja. Im fünften Monat? Ja. Was hast du für ein Gefühl jetzt? Ich hasse es ja nicht oder sonst irgendwas. Also. Ich hoffe halt einfach nur, dass halt mein Freund ist. Mhm. Und ich weiß es nicht. Dieser Mann, der das gemacht hat, der Typ, den kennst du ja schon. Ja. Der hat sich dann, nachdem er das getan hat mit dir, ist er weggegangen. Der hat sich nicht weiter gekümmert, dann hat sich auch nicht nochmal gemeldet oder so. War irgendwas. Also ich hätte nicht mit dem reden wollen, aber... Gab es damals für einen Moment so eine Überlegung, ich gehe jetzt zur Polizei und zeige den an? Oder warst du so geschockt von allem, was passiert war? Ich wollte nicht zur Polizei. Weil du dich geschämt hast? Auch, aber auch weil ich halt immer gesagt habe, ach, mir wird sowas halt nie passieren und ich kann mich auch wehren und
hab's halt immer gemacht, hab das nie passiert, vielleicht ist auch nicht, aber hab halt gedacht, mir passiert sowas halt nicht so schnell, als vielleicht ist. Wie kommt es, Sophie, dass du deinem Freund noch nichts gesagt hast davon? Weil ich Angst habe, dass ich den verliere. Hm. Habt ihr euch denn sehr gerne und sehr lieb? Ist das eine gute Beziehung? Also er bedeutet mir schon sehr viel. Ich denke mal, egal, bin ich ihm halt auch nicht, weil sonst wird er ja nicht 3 Jahre mit mir zusammen sein. Aber hm. Also du, er bedeutet dir sehr viel. Umgekehrt bist du dir nicht so ganz sicher, ob die Gefühle so erwidert werden, wie du sie hast ihm gegenüber. Bist du dir nicht so ganz sicher? Ja, ich kann ja nicht in seinen Kopf gucken, ich kann ja nur vor den Kopf gucken. Ja, klar, aber man merkt das ja so, ob man lieb gehabt wird von jemandem oder... Ja doch, schon, vielleicht nur nicht, vielleicht, ich weiß nicht, wie er reagiert, wenn er das weiß, und deswegen ist mein Problem. Hast du denn so in Gedanken, ich meine, du hast wahrscheinlich schon 1000 Gedanken dir jetzt gemacht, was geschieht, wenn das Kind auf die Welt kommt, was dann weiter geschehen soll? Wenn ich Pech habe, sieht man es. Das heißt, sieht man es, aber der ist halt, er hat halt helle Haare und auch, das ist nicht stehweiß, aber... Aber du möchtest ja sicher Gewissheit haben. Der Typ war halt eher so Südländer halt und es kann sein, dass man es halt dann sofort sieht. Ja. Mann, ich weiß nicht. Das ist eine schwierige Situation, Sophie. Das ist eine schwierige Situation, in der du da hängst. Erstmal finde ich gut, dass du angerufen hast und mal mit jemandem jetzt angefangen hast zu sprechen. Denn du bist 17 Jahre alt, du bist in so einer Zwangssituation. Das kann man ja gar nicht alleine bewältigen. Weißt du, ich sag dir erstmal 2 Sachen, was ich finde. Ich finde, dass du ganz dringend zu einer Beratungsstelle musst, damit fachkundige Menschen dir zur Seite stehen, jetzt während der Schwangerschaft und auch für die Zeit danach. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich finde, dass dass du deinen Freund einweihen solltest. Ich möchte nicht verlieren. Weißt du, Sophie, ich will dir mal was sagen. Wenn der dich liebt, wirklich liebt, wird der jetzt noch mehr zu dir stehen als überhaupt. Wenn der dich jetzt fallen lässt, ist das ein Arsch, aber wirklich ein Arsch. Man lässt kein Mädchen fallen, dem sowas Übles passiert ist. Das aber ich habe ihm nicht gesagt, dass ich mit meiner Freundin dahin gehe. Ist doch egal, du bist ja noch nicht Rechenschaft schuldig. Du bist ein Mädel und kannst mit deiner Freundin nur auf eine Party gehen. Das ist doch egal. Das ist doch völlig egal. Aber du musst jetzt reden. Und wenn das Kind da ist, finde ich, muss man auch einen Vaterschaftstest machen, damit du Bescheid weißt, was los ist. Aber da brauchst du jetzt sachkundige Menschen um dich rum. Und wir werden dir auf jeden Fall jetzt gleich schon mal ein paar Adressen an die Hand geben. Da kannst du ja selbst entscheiden, ob du dich dahin wendest. Aber ich finde, du sollst auch das Gespräch mit deinem Freund suchen. Und wenn das auch noch wenn du auch noch so große Angst davor hast. Aber ich sag's dir nochmal, wenn der Typ dich jetzt fallen lässt, dann sei froh, dass er weg ist. Dann ist das auch nicht wert. Jeder vernünftige Kerl steht in so einer Situation zu seiner Freundin. Ich hab halt nur Angst davor, ich wohne ja nicht bei meinen Eltern, ich wohne bei Pflegeeltern und meine Pflegeeltern wissen, wo ich schwanger bin, aber die wissen halt auch nicht, die wissen denken das auch halt, dass mein Freund, denken die halt. Ja. Das ist dann die nächste Frage. Wie ist denn deine Beziehung zu den Pflegeeltern? Ich mag die nicht so besonders. Nicht? Ah ja, okay. Gut, dann musst du denen das ja gleich auch nicht gleich auf die Nase binden. Ich finde, dass du auf jeden Fall, als allererstes, das musst du mir fast schon jetzt versprechen, Sophie, dass du das machst. Weil ich das so wichtig finde. Du musst zu einer Beratungsstelle gehen. Du kannst gleich mit meiner Psychologin noch ein bisschen sprechen. Und die gibt dir eine Adresse. Da kannst du ja auch erstmal anrufen. Da sitzen Leute, die richtig Ahnung haben und die mit solchen Fällen ständig konfrontiert werden. Und dann kannst du mit denen ja auch noch weiter bereden, wann und wie du deinen Freund
einweist in die Sache. Aber du solltest zuerst auf jeden Fall dir Hilfe holen. Guck, du hast hier ja auch angerufen und hast, du wirst sprechen. Ja, weil ich habe nicht gewusst, halt, was ich machen soll. Ja, verstehe ich. Wäre ich an deiner Stelle auch in Panik. Aber ich will dir nochmal sagen, schämen musst du dich nur wirklich nicht. Du bist Opfer einer Gewalttat geworden, einer der schlimmsten Gewalttaten. Und du trägst null Schuld und du brauchst dich nicht zu schämen. Und du hast alles Recht der Welt, jetzt Hilfe zu bekommen und du darfst auch Hilfe annehmen. Sophie. Vielleicht klammer ich auch. Ich habe keine Ahnung, nur ich habe vielleicht auch deswegen Angst, ihn so zu verlieren, weil ich halt so halt auch schon schlechte Erfahrungen halt habe. Und ich bin ja nicht ohne Grund bei schlechten Eltern. Ich meine, das ist jetzt nicht so wichtig, aber... Ja, ich habe schon gedacht, du hast auch wahrscheinlich schon auch nicht so eine schöne Zeit hinter dir als Kind. Nee, es ist ja jetzt auch nicht ganz so schlimm, nur es ist halt ein Grund vielleicht, warum ich so Angst habe, den halt zu verlieren, weil wir schon so lange auch zusammen sind. Okay, aber was hältst du denn dann von meinem Vorschlag, dass du eben nicht zuerst ihm Bescheid sagst, sondern zuerst zu einer Beratungsstelle gehst? Wie findest du das denn? Ist vielleicht gar nicht so schlecht, nur ich weiß, dass er es irgendwann wissen muss. Vielleicht sagt er mir auch, ja, wieso hast du mir das nicht sofort gesagt? Eben, die Sorge hätte ich auch. Vielleicht. Aber weißt du, wenn du jetzt zu einer Beratungsstelle gehst und dann wirst du dann auch sehr schnell einen Termin kriegen, dann kannst du das ja auch nochmal ausführlicher mit den Leuten dort besprechen. Ich finde auch, ich will dir mal sagen, wenn ich dein Freund wäre und du würdest mir das nicht sagen und ich würde es irgendwann später erfahren, wäre ich sauer. Ich wäre wirklich sauer. Ich würde, so wie du es gerade schon gesagt hast, ich würde sagen, wieso hast du mir das denn damals nicht gesagt? So, Sophie. Du weißt, dass ich ja immer Psychologen im Hintergrund habe, ne? Ja. Heute ist das eine sehr nette Frau, das ist die Magdalena. Du legst auf und Magdalena ruft dich an. Kannst du mit ihr noch weiterreden? Und sie wird dir die entsprechenden Telefonnummern und Adressen geben, wohin du dich wenden kannst. Okay? Ich wollte dir noch sagen, ich finde deine Sendung auch total toll. Ich habe die früher halt auch oft geguckt, nur in letzter Zeit halt nicht mehr, weil es halt immer so spät ist und... Ja, leider ist es so spät. Nur so müde. Also ich nochmal, ich finde es gut, dass du angerufen hast. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste richtige Schritt gewesen. Und jetzt muss es auch weitergehen. Jetzt legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich an, Sophie. Okay? Ja, ich danke dir. Alles Liebe. Tschüss. Danke. Tschüss. Das war Sophie und hier ist 1Live mit unserem Telefontalk. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, wir sind live hier in Köln im Studio. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. An dieser Stelle Hinweis auf Samstag, morgen oder heute genauer genommen. Da ist prominenter Besuch hier bei uns bei Domian, nämlich Kati Karrenbauer, der Star aus der RTL-Serie Hinter Gittern, ist mein Gast um 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen. Und wenn ihr euch auch gerne mit Kati Karrenbauer unterhalten wollt, dann mailt jetzt oder ruft eine Stunde vor der Sendung an oder halt während der Sendung. So, und dann möchte ich euch nochmal hinweisen auf unsere tollen Fanseiten, nämlich www.nachtlager.de. Da gibt es ein gar lustiges und schönes Weihnachtsquiz und ja, schaut mal selbst rein, da kann man was gewinnen und da kann man was mitmachen. www.nachtlager.de. Julia ist hier, Julia ist 16 Jahre alt. Hallo Julia. Hallo. Hallo Julia, hörst du mich? Ja. Deswegen rufst du an. Bei dem Weihnachtsquiz habe ich übrigens auch schon mitgemacht. Hast du mitgemacht? ich rufe an, weil ich auf ältere Männer stehe. Ja, wie viel älter? Also so hauptsächlich zwischen 40 und 50 Jahre alt. So alt? Ja. Ehrlich? Also ich muss sagen, ich finde jetzt auch Studenten oder so anziehend, aber... Die sind ja noch blutjung, wenn die mit 25 da Studenten sind. Naja, und... Du bist ja nun erst 16 Jahre alt. Ja. Das ist ja noch super jung, wenn man sich dann die älteren Herren von 40 und 50 vorstellt. seit wann, weißt du das?
Seit März ungefähr letzten Jahres. Gab es da irgendein Ereignis? Also ich lerne die alle im Chat kennen. Ja. Und da habe ich einen damals 48-Jährigen kennengelernt. Ja. Und wir haben was ganz nett gechattet. Und dann hat er irgendwann mal so Bussi geschrieben. Damals, zu dem Moment fand ich das noch so, oh, so ein komisches Gefühl. Hm. Aber irgendwann, ja, hat mich das angesprochen von, oder das war nur in dem Moment. Und danach bin ich dann auch richtig darauf angegangen und habe mich dann eigentlich auch so ein Stück weit in dem verliebt. Mhm. Habt ihr euch dann auch real mal getroffen? Nein, nie, wegen dem Altersunterschied. Ja, ja. Das heißt also, gelebt hast du das noch nie, ausgelebt, diese Nein. Fantasie, diese Sehnsucht. Wie kannst du das erklären? Ich meine, da liegen ja Welten hinter. Das sind, könnte ja fast schon bald dein Opa sein. Wenn, naja, nicht so ganz, aber dein Vater auf jeden Fall. Ja, also, okay, damals war ich sogar noch 14, der war über dreimal so alt. Mhm. Ich weiß nicht, man redet ganz anders mit älteren Leuten. Okay, aber das könntest du ja mit einem, sagen wir mal, mit jemandem, der vielleicht doppelt so alt wäre wie du, auch. Und das ist ja auch schon irre alt, irre Altersunterschied, wenn man 16 ist und der andere ist 32. Ja, okay, es ist jetzt auch im Chat, sieht man jetzt denjenigen jetzt nicht direkt, da sieht man jetzt das Dialogfenster. Ja. Dann lernt man denjenigen gut kennen und irgendwann kriegt man mal ein Foto geschickt. Ja. Vielleicht, dann ist es auch schon egal, wie der aussieht. Ja. Wenn der einem schon so wichtig ist. Und aber nochmal kurz der Zwischensatz. Dieses Kennenlernen im Chat ist ja unter Umständen sehr trügerisch. Weil du weißt ja nie, ob Leute die Wahrheit sagen. Sonst wird, glaube ich, nirgendwo so viel gelogen wie im Internet und im Chat. Ne? Du weißt ja gar nicht, was dahinter steckt. Ja, das stimmt, aber Hast du denn schon mal einen gleichaltrigen Freund gehabt? Nein. Noch keinen? Noch gar keine Erfahrung gesammelt? Nein. Nee. Mhm. Lass mich nochmal die Frage vertiefen, warum so diese extrem viel Älteren dich interessieren und du nicht sagen könntest, okay, um die 30, 35 würde auch schon langen. Würde auch langen, aber bisher, also denke ich mir, aber bisher war es mehr so zwischen 40 und 50. Mhm. Also momentan würde ich was von einem wollen, der 44 ist. Ja, ja. Und der hat mich eigentlich von dem 41-Jährigen weggebracht, sage ich mal. Mhm. Und für den ist das Ganze total absurd. Der, also eigentlich kann ich dem dankbar sein, der arbeitet da sozusagen immer an mir, dass ich da ja davon wegkomme, sozusagen. Mhm. Und mit dem habe ich auch schon stundenlang telefoniert. Der argumentiert da dann viel und sagt eben, dass es, warum das alles nicht möglich wäre. Mhm. Und momentan habe ich aber keinen Kontakt zu dem. Mhm. Der hat den Kontakt abgebrochen, der will jetzt auch mal Abstand. Ja, also derjenige, der auch generell sagt, dass du das nicht machen sollst. Ja. Der will Abstand. Hm. Hast du dich denn nicht schon mal so schwärmerisch verliebt in irgendwelche, weiß ich jetzt, so Boygroups oder Stars, die irgendwie jung sind? Tokyo Hotel oder ne, die vielleicht ja. Nur gerade nicht, aber irgendwie so, die man so aus der Öffentlichkeit kennt, die eher so jung sind. Nee. Also ich finde auch so Prominente interessieren mich jetzt gar nicht so. Ja. Ich weiß auch kaum Namen von Promis. Und was machst du? Bist du noch Schülerin? Ja. Ja. Und Gleichaltrige interessieren dich gleich null? Also so ist es auch nicht, aber irgendwie, ich fühle mich jetzt nicht dazugehörig, wenn jetzt Jungs in meinem Alter drüber reden, wie sie sich jedes Wochenende zusaufen. Mhm. Ja. Okay, kann ich auch verstehen, wenn man irgendwie ein bisschen reifer ist, dass man vielleicht gleichaltrige und 16-jährige Jungs sind ein Thema für sich, vielleicht da nicht so Bock drauf hat. Aber weißt du, grundsätzlich, Julia, ich will ja jetzt nicht mit der Moralkeule kommen, aber ich glaube einfach, dass es besser ist, wenn man 16 ist, wenn man sich nicht zu sehr viel ältere Partner sucht. Und weil das ist einfach ein Ungleichgewicht, wenn ein 16-jähriges Mädchen mit einem 40- oder 50-jährigen Mann zusammen ist.
und die Gefahr, dass man da irgendwie doch zu sehr beeinflusst wird und dominiert wird oder vielleicht, dass sogar ein Schaden irgendwie angerichtet wird bei dir, weil du eben noch nicht so entwickelt bist und von der Persönlichkeit auch noch nicht so erfahren bist, der ist einfach da. Ich würde an der Stelle auch die Hände davon lassen. Und ich meine, du hast ja gerade selbst gesagt, ein 30-Jähriger würde es auch tun. Hauptsache, man kann ernsthaft mit denen reden. So habe ich dich jetzt verstanden. Ja. Also. Da ist eine Schieflage einfach. Wenn jemand, das passt irgendwie nicht. Wenn jemand 50 ist und mit einem 16-jährigen Mädchen, das ist. Ich hatte auch schon höchste Bedenken, wenn ich einen Typ kennenlernen würde, der 50 ist und der mir sagt, ich stehe auf 16-jährige Mädchen, dann würde ich den zur Sau machen. Würde ich sagen, lass die Finger davon, du alter Sack. Such dir gestandene Frauen und lass die Mädels in Ruhe. Die sollen erstmal ihre Erfahrung machen und in ihrer Welt leben. Und umgekehrt würde ich so zu dir auch sagen, wenn du Interesse an etwas Älteren hast, okay, kann ich verstehen, kann man ja so sehen. Aber dann soll da irgendwie eine Altersgrenze sein, weiß ich, bei 30, 33 oder so. Ja, so der 44-Jährige sagt immer, ja, nichts über 25 oder so. Ja, gut. Würde der noch sein. Ja, letztendlich ist das sicher auch eine Einstellung. Aber da ist dann aber auch Schluss um die 30 rum, finde ich. Mhm. Weil vor allen Dingen, toll ist ja auch, wenn man gemeinsam Erfahrungen sammelt. Du sagst, du hast noch gar keine Erfahrungen. Mhm. Wenn du jetzt mit einem 50-Jährigen zusammenkommst, der hat 30 oder noch mehr Jahre Erfahrungen in der Erotik, so im zwischenmenschlichen Bereich. Da ist so ein Ungleichgewicht zwischen euch beiden. Aber irgendwie finde ich das dann auch wieder interessant. Ja, aber da bist du immer das kleine Mädchen. Da bist du nie eine gleichberechtigte Partnerin. Nie, das schaffst du gar nicht. Wohingegen, wenn die vielleicht nur nicht so sehr viel älter sind als du, kannst du das schon auch nach einer gewissen Zeit, kannst du auf Augenhöhe mit der Person sein. Nie aber mit so einem viel Älteren. Hm. Und ich sag dir, auf Dauer, glaube ich, fühlt man sich da auch blöd, wenn man immer nur die kleine Maus ist. Die kleine süße Maus. So sehen die dich. Wenn dich ein 50-Jähriger anbaggert, bist du die kleine süße Maus. Und das ist alles nicht okay. Stell dir mal vor, was deine Freundinnen sagen, wenn du da mit so einem alten Mann ankommst. Mann. Hast du das schon mal irgendjemandem erzählt? So, also im Freundeskreis? Ja, so. Meine beste Freundin, mit der rede ich ganz offen darüber. Mhm. Mit meiner Mutter rede ich auch sehr offen darüber. Ehrlich? Was sagt deine Mutter? Die sagt sich halt auch, dass ich mich nach Gleichaltrigen umschauen soll und mich da nicht so blockieren soll. Und wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 41. Eine Liste. Und dein Vater? 45. Ja, deine Mama würde sich wahrscheinlich auch bedanken, wenn du da mit einem 50-Jährigen ankommst. Ja, sie hat schon gemeint, das wäre eine sehr peinliche Situation, worüber soll man da jetzt reden? Naja. Nee, aber du hast es ja auch ein bisschen in der Hand. Du musst ja, wenn du beispielsweise in diese Foren gehst, dann kannst du ja das auch ein bisschen steuern, dass du nicht in diese älteren Semester da reinrutschst, dass du halt, wie gesagt, bis 30 gehst oder so. Ja, das stimmt schon, aber irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, soll ich jetzt vielleicht ganz weg vom Chat, weil dann hat man oft wieder das Problem, wenn man jetzt vielleicht jemanden findet, meine beste Freundin, die hat jetzt auch im Chat jemanden kennengelernt, und hat jetzt einen Freund und der wohnt am anderen Ende von Deutschland. Mhm. Ah ja, genau. Das ist immer das Theater mit diesen Chatbekanntschaften. Ja. Ich finde es immer das Beste, wenn man die Leute irgendwie direkt so im normalen Leben kennenlernt. Dann sieht man die gleich, dann hat man einen viel besseren Eindruck von denen und in der Regel wohnen die dann auch nicht weit weg von einem. Ist alles viel praktischer. Hm. Und man hat nicht dieses Lügenproblem am Hals, dass man gar nicht weiß, wer ist das da am Anfang und so. Geht doch erstmal raus aus dem Chat, vielleicht gar keine schlechte Idee. Und guck dich mal ein bisschen so in der Welt rum, in deiner Stadt, in deinem Ort, wo du wohnst. Wohnst du in einer größeren Stadt? Kleinere Stadt. Kleine Stadt, na gut, aber da gibt es ja auch Männer. Jüngere und dennoch reifere Männer. Also Julia, bitte keine alten Männer. Lass uns so verbleiben. Durchaus ein bisschen reifer als du, wenn du magst, aber nicht so ganz alt.
Okay. So, sage ich mal an dieser Stelle, all ihr 50-Jährigen, die ihr mir zuhört, das meine ich jetzt nicht diskriminierend für euch, wenn ich alte Säcke sage. Das habe ich jetzt nur spaßeshalber zu Julia gesagt. Julia, alles Liebe wünsche ich dir, alles Gute und einen netten Freund, der vielleicht ein paar Jahre älter ist als du. Danke. kann ich ein Autogramm haben? Ja, natürlich. Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt die Nummer oder mailt unter domian@wdr.de. Veronika ist hier. Ja? Ja, hallo. Hallo. Ja, hier ist Veronika. Ja, aber die Veronika muss bitte irgendwie den Fernseher oder das Radio ganz runter. Ja, okay. So, das habe ich gemacht. Ja, aber es schallt immer noch ein bisschen. Ja, habe ich aber jetzt ausgemacht. Ja, jetzt geht's, ja. Okay. Veronika, du bist wie alt? 29. Ja. Um was geht's? 39. Oh, 39. Ja. Also, vor 11 Monaten und 2 Wochen ist mein Dackel gestorben und ich komme darüber einfach nicht hinweg. Ich habe mir den schon ausstopfen lassen und der steht jetzt in meine Vitrine, aber ich schaffe es nicht einfach darüber hinwegzukommen. Geht einfach nicht. Moment. Dein Dackel ist gestorben. Ja. Mit dem hast du wie lange gelebt? 17 Jahre. 17 Jahre, okay, da kriegt man ein enges Verhältnis zu einem Tier. Ja. Da hast du ihn ausstopfen lassen? Ja, weil ich kann einfach nicht ohne ihn leben. Ich weiß nicht, das ist die zweite Hälfte von mir. Geht nicht ohne ihn. Wie geht denn das? Ich muss ihn jeden Tag sehen. Wie gibt es so Tierpräparatoren, oder wie man das nennt, hier in Deutschland, wo man das machen kann? Ja, lassen. Dann kann man die Tiere ausstopfen. Ich habe da 580 Euro für bezahlt, um mir den Dackel ausstopfen zu lassen. Und ihn, jetzt steht er in meine Vitrine und schaut mich jeden Tag an mit seinem goldenen Gucci-Halsband. Mit dem Glöckchen vorne dran. Ich kann einfach nicht ohne ihn leben. Es geht nicht. Also Veronika, das finde ich krass, was du mir da erzählst. Ich habe zwar keinen Hund, aber ich bin ein Hundefreund und kann mir vorstellen, dass man wirklich ein enges Verhältnis zu einem Tier und auch zu einem Hund aufbaut. Vor allen Dingen, wenn man 17 Jahre mit dem zusammen war. Ja. Und dass man auch verdammt traurig ist, wenn das Tier dann stirbt. Ja. Aber wie kannst du den denn ausstopfen lassen und dann siehst du den nur noch jeden Tag? Das ist ja die Hölle. Ich kann nicht ohne ihn, aber ich kann auch nicht mit ihm. Ich geht nicht. Ich muss jeden Tag weinen, wenn ich ihn sehe, aber wenn ich ihn auch gar nicht hätte, dann würde ich da auch nicht drüber hinwegkommen. Doch, dann wirst du irgendwann Abstand nehmen müssen, weil nun mal so der Lauf der Welt ist. Aber das ist ja, damit hältst du ja künstlich deinen Schmerz und deine Trauer aufrecht, indem du das Tier immer so anguckst, das tote Tier. Ja, aber das ist wie ein Kind für mich gewesen. Ich habe ja trotzdem bekommen, wie mein Kind für mich. Ich habe alles für den Hund getan. Ja. Ich habe ihm. Ja, glaube ich, das brauchst du mir gar nicht erzählen, glaube ich. Aber das ist genau der absolut falscheste Weg, Abschied zu nehmen, indem man sich das hier ausstopft oder hinstellt. Das ist doch Wahnsinn. Da bohrst du doch immer wieder, reißt du die Wunden doch immer wieder neu auf. Ja, aber ich kann die einfach nicht ohne ihn. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll. Geht nicht. Ich hab ihm jeden Tag sein Essen gekocht. Ich war extra beim Metzger. Ich habe teures Fleisch gekauft. Ich habe ihm das selber alles gekocht. Und das mache ich auch jetzt noch, weil ich denke, er ist immer noch da. Und danach begreife ich, dass er gar nicht mehr da ist. Und dann weine ich stundenlang. Aber guck mal, das ist doch nur wirklich ein Warnsignal, wenn du jetzt sogar noch zum Metzger gehst und da Sachen einkaufst. Du steigerst dich da völlig, du steigerst dich doch völlig da rein. Ich war auch schon beim Psychologen, aber der kann mir auch nicht helfen. Das geht einfach nicht. Ich komme nicht darüber hinweg. Das ist wie mein Kind gewesen. Ich habe alles für diesen Hund getan. Ich hätte mein Leben für den Hund gegeben. Und es geht einfach nicht. Ja. Weißt du, was ich für das Klügste halte? Wenn du den Hund, den du jetzt da hast, wenn du den beisetzt. Ja, ich habe ja auch schon so was Ähnliches wie ein Grab in meinem Garten gemacht, wo halt niemand drin liegt, weil ich ihn mir ja halt ausstopfen lassen habe. Aber ich habe trotzdem ein Grab in meinem Garten, wo ich auch immer hingehe. Und jeden Tag sitze ich davor, jeden Tag bringe ich frische Blumen ein und alles und ich koche auch noch was essen. Für mich ist es so, als ob der noch da wäre, als ob der jeden Tag hier rumlaufen würde. Und also Veronika, ich verstehe, pass mal auf. Es ist immer schlimm, wenn man jemanden verliert, den man gerne hat, ein Tier auch. Menschen verlieren auch Menschen und das ist auch schlimm oder noch viel schlimmer. Ja. Und auch da muss man durch diese schlimme Zeit der Trauer durch. Ja, aber ich habe meinen Vater auch schon sehr früh verloren und deswegen kam ich gar nicht darüber hinweg, dass ich meinen Hund verloren habe. Ich habe ihn seitdem ich zwölf war, der ist mit mir aufgewachsen. Ja, ich verstehe, mit mir durchgestanden. Ja, aber dadurch kriegst du ihn nicht wieder, indem du diese Wahnvorstellung aufrechterhältst. Ja, aber man kann nur leben. Wenn ich ihn bei mir haben, dann fühle ich mich auf eine Art sicherer. Du fühlst dich ja nicht wohl, weil du ja ständig merkst, dass das Tier nicht mehr da ist. Es ist ja tot. Das Tier ist tot. Ja, aber
Freunde haben mir auch schon angeboten, dass ich mir einen neuen Dackel kaufe, der vielleicht genauso aussieht wie er. Aber nein, ich weiß, dass er mein Prinzess war und der wird auch immer er bleiben und das geht nicht. Ich muss ihn haben und ich muss ihn nirgendwo sehen. Ja, stopp. Du kannst ihn nicht mehr haben. Er ist tot. Er ist tot. Nein, komm, kein Aber mehr. Ich glaube, das ist wirklich dramatisch, was du da machst im Moment. Und ich würde auch gerne, sehr gerne, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte sprichst jetzt. Ja. Weil ich glaube schon, dass dir das so ans Herz geht, dass man da vielleicht ein bisschen auch Hilfe von außen annehmen könnte. Dann legst du bitte auf, Veronika, und wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Okay. Das war die Veronika. Jetzt kommt die Janine oder Janine? Janine. Jawohl. Hallo Jürgen. Hallo, 23 bist du. Jawohl. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's um eine sehr gute Freundin, wo ich wirklich deinen Rat brauche oder überhaupt mal Rat. Sie hat schon seit mehreren Jahren, ungefähr 5, glaube ich sogar, 5 Jahren Bulimie. Mhm. Und sie hat mir schon seit anderthalb Jahren haben wir wieder mehr Kontakt und sagt, ja, ich habe das nicht mehr und ich mache das auch nicht mehr, aber wir haben jetzt halt regen Kontakt und wir sehen uns fest einmal in der Woche und wir kochen dann was zusammen oder bestellen Pizza oder so und ich habe halt mitbekommen seit mehreren Wochen, dass sie nach dem Essen dann wieder sich übergeben geht auf dem Klo. Mhm. Mhm. Ich traue mich aber nicht, sie darauf anzusprechen. Doch, sprich sie an. Was soll ich sagen? Das ist eine gute Freundin von dir. Ja. Würdest du sagen, eine sehr gute? Ja. Ja, ja, dann kann man das sagen. Dann kannst du sagen, pass auf, ich habe das mitbekommen. Wie geht es dir im Moment? Ist es wieder schlimmer geworden? Je mehr sie dir offen, ich sage es anders, je weniger sie dir vorspielen muss in Sachen Essen, desto besser ist es für sie und desto entspannter ist auch das Zusammensein für sie mit dir. Da darfst du gar keine Hemmung haben, sprich es an. Sprich an, frag sie konkret an allem. Wie sie darauf reagiert, weil ich bin ja nicht die Einzige, die das merkt. Ich glaube, wenn das wirklich eine gute Freundschaft ist, wird die mit Erleichterung reagieren. Weil das die Hölle ist, wenn man so etwas hat und man muss das vor guten Freunden kaschieren, das Ganze, verbergen, heimlich auf die Toilette gehen, dort erbrechen, das Essen, was vielleicht die Freundin gerade gekocht hat, das ist alles schlimm. Für den Betroffenen, für den Kranken. Aber sie macht ja noch nicht mal einen Hehl daraus, dass sie die Krankheit hatte oder so. Sie spricht ja offen darüber. Sie sagt zwar, dass wenn sie Probleme hat und so und wenn sie in Stresssituationen ist, dass das wohl ab und zu noch so passieren würde. Wie hast du das überhaupt bemerkt, dass sie das jetzt wieder tut? Hast du es gehört? Ich habe es gehört. Das war auch durch Zufall. Ich saß eigentlich im Wohnzimmer, wir haben gegessen und sie hat wie immer ziemlich gut gegessen. Also sie isst wirklich riesengroße Portionen und stopft die dann wirklich auch schnell in sich hinein. Also das ist schon auch ein Anzeichen dafür. Alleine deswegen. Und dann habe ich halt die Teller weggeräumt, bin in die Küche gegangen und neben der Küche ist halt das Badezimmer 2 Meter weiter. Mhm. Und dann habe ich halt gehört, dass sie gewürgt hat. Mhm. Und die letzte Situation war jetzt Mittwoch. Da hatten wir Pizza bestellt und sie hat wieder ganz aufgegessen, hat von mir noch ein Stück gegessen und dann ist mein Sohn gerade zur Toilette, weil er sich die Zähne putzen wollte und dann ins Bett. Und dann habe ich schon gesehen, wie er das Essen hochkam. Sie hat den Mund richtig voll gehabt und hat es wieder runtergeschluckt. Mm-hmm. Ja, also eindeutig. Und in dem Moment wusste ich schon gar nicht mehr, was soll ich jetzt sagen? Soll ich sie jetzt schon drauf ansprechen? Von wem kommt eigentlich immer die Initiative mit diesem Pizza holen? Schlägst du das vor? Nee, das machen wir immer so einmal im Monat, ist das dann, also dieses Essen kochen und so, wir treffen uns einmal in der Woche fest, jeden Mittwoch, dann kochen wir halt zusammen und einmal im Monat bestellen wir dann Pizza. Weil das ist schon, finde ich, ein komisches Ritual für einen Essgestörten. Ein Essgestörter möchte sowas gar nicht machen. Pizza bestellen und kochen und so etwas, weil Essen ist ein hochheikles Gebiet für einen Essgestörten. Was er in der Regel gerne am liebsten alleine mit sich handhabt und da gar nicht in so einen Gesellschaftszwang kommen möchte. Ich würde sie ansprechen. Aber ganz klar, gar keine Frage.
weil ich ja nicht die Einzige bin, die das schon gemerkt hat, weil andere Freundinnen merken ja auch, mein Gott, wie kann die so viel essen? Die isst vorher eine ganze Tafel Schokolade, schiebt sich eine ganze Pizza rein und isst danach noch Kekse oder so. Dann schlag ja auch vor, wenn sie das nicht mehr möchte, dieses gemeinsame Essen, dann lasst ihr das halt sein, dann trinkt ihr halt gemeinsam was oder geht irgendwie aus oder so. Das kommt ja schon von ihr aus. Also sie würde das ja auch gerne noch öfter machen. Also ich habe nicht so viel Zeit, ich habe 2 kleine Kinder. Und sie wird das ja auch gerne öfter machen. Sie verbringt gerne Zeit mit mir, sagt sie auch immer wieder. Und sie spielt das aber halt runter, diese Krankheit. Sie sagt halt, nee, das ist nicht mehr so und nee, brauchst du keine Sorgen darum machen. War sie schon mal in Behandlung? Ja, sie war schon mal in Behandlung. Weißt du, wie oft sie früher erbrochen hat pro Tag? Nee, das weiß ich nicht. Sie hatte mal, also ihr niedrigstes Gewicht war 35 Kilo. Oh ja, das ist schon bei einer Größe von? 1,65. Ja, das ist ja schon haarscharf an der... Ja, deswegen, damals war sie dann auch in der Klinik. Und jetzt ist sie, wie ist das Gewicht jetzt? 45, das ist auch nicht viel mehr. Ja. Ja, bei den Bulimie-Erkrankten ist es ja immer so, dass in der Regel ein Rest im Magen bleibt und dass die nicht so ganz abmagern wie jemand, der magersüchtig ist und der das Essen gänzlich verweigert. Ich würde sie ansprechen und frag sie auch ruhig. Ich bin erstaunt, dass du als gute Freundin gar nicht die Details weißt, also wie oft sie erbrochen hat und wie sie es macht und so. Frag sie doch ruhig. Spielt sie immer runter. Sie will darüber auch, also sie sagt zwar, ja, ich war in Behandlung und ich habe Bulimie und das ist halt so, aber ich verstehe auch gar nicht warum, weil sie sagt von sich selbst nicht, dass sie dick ist oder sonst irgendwas. Sie ja nicht. Ja, so einfach ist das nicht zu erklären, wenn jemand das hat. Ich würde dann auch an der Stelle vorschlagen, dass ihr das, nein, was ich auch gerade noch sagen wollte, ist, dass eigentlich ist das für dich dann ja auch ein Affront, ne? Wenn ihr dann schön zusammen esst oder du hast gekocht und sie erbricht es dann. Ja, ich merke es ja jedes Mal. Ich meine, ich achte jetzt besonders darauf, wenn sie dann zur Toilette geht. Und sie sagt immer, sie hat eine Babyblase, aber man hört das schon, ob jemand zur Toilette geht, um Pipi zu machen oder sich da erbricht. Also Sprich's an. Also ich hätte da überhaupt keine Bedenken. Und wie gesagt, wenn das eine gute Freundschaft ist, ist das unter Umständen sogar sehr hilfreich für sie, dass sie richtig sprechen kann. Ich weiß nicht, wie kann ich jemand helfen, kann ich ja dadurch auch nicht. Machen wir das trotzdem, vielleicht dann heimlich, oder? Ja, natürlich, aber manchmal ist auch schon eine Hilfe, wenn man einen Menschen hat, dem man auch diese Dinge, die einem eigentlich sehr peinlich sind, wenn man die offen erzählen kann. Das ist manchmal schon eine große Hilfe. Und wo man nicht Versteck spielen muss. Und natürlich schämen sich die meisten Bulimiker darüber, dass sie das Essen erbrechen. Natürlich. Davor habe ich Angst, dass sie sich davor schämt und mich dann gar nicht mehr besucht oder dass sie dann irgendwie den Kontakt abbricht oder so. Ja, ich würde es riskieren. Ich habe immer den Standpunkt, zur guten Freundschaft gehören auch klare Worte und Offenheit, auch in Sachen Krankheit und Süchte. Ja, ich werde es versuchen. Wie lange seid ihr denn Freunde schon? Ach, wir kennen uns schon seit 13 Jahren. Ach so, so lange. Ja. Und damals, vor 5 Jahren, als das angefangen hat, wie hast du es da mitbekommen? Oder hat es dir... Da war der Kontakt so ein bisschen abgefahren. Also wir waren zusammen in der Weiterführung, wir waren zusammen nach der Realschule und halt von der 5. Klasse an bis zur 10. Danach hat sie Abi gemacht und hat sich der Kontakt halt so ein bisschen verlaufen. Und jetzt so seit circa 2 Jahren haben wir wieder Kontakt. Richtig. Also, dann habe ich das auch erst eigentlich erfahren, dass das so seit der Abi-Zeit halt ist, dass sie Bulimie hat. Hat sie einen Freund? Eine Beziehung? Nee, nichts. Noch gar nicht. Also sie hat zwar schon Freunde gehabt, aber nichts Langwieriges jetzt, so, wo man sagen könnte, für eine 23-Jährige, dass man schon mal eine lange Beziehung gehabt hat. Also hatte sie alles nicht. Ja. Also, Janine, sprich sie an. Ja. Bin ich ganz klar in meiner Aussage. Glaube ich, ist gut. Dann wünsche ich alles Gute. Dankeschön. Und sag Tschüss. Tschüss, Janine. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute von uns hier. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Katrin Paulsen, Jan Hölz, Johanna Knura, Christian König, Pamela Koppay, Christian Wunderlich, Peter Ofsianowski
Und ich mache euch nochmal aufmerksam auf Samstag, auf heute, beziehungsweise morgen beziehungsweise heute, 23.30 Uhr, WDR Fernsehen, Promi Talk bei uns. Und mein Gast ist Kathi Karrenbauer, der Star aus der Serie Hinter Gittern. Und noch auch nochmal ein Hinweis auf nachtlager.de, www.nachtlager.de, unsere toll gestalteten Fanseiten, und da gibt es ein Weihnachtsquiz, solltet ihr mal reinschauen. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht, und würde mich freuen, wenn wir uns um 23.30 Uhr wiedersehen würden. Bis dahin, tschüss.